kannst dann schon mal immer noch umziehen, bla bla bla, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter. Und wir haben eine Frage, wenn du auch solche Fragen hast für den Videoblog, stell sie gerne über ein Formular auf liebeschipp.de, da findest du auch meine faszinierenden Kurse zu Bindungsangst, Verlustangst, die schon tausenden Menschen geholfen haben, denke ich. Genau, schau es gerne mal an. Und wir haben die zeitlose Frage, toxische Freundschaften, warum bleiben sie immer noch in meinem Leben? Einer Zuschauerin. Lieber Christian, du hast mir kürzlich die Frage, eine andere Frage beantwortet, egal. Vielen Dank dafür, du hast den richtigen Riecher, dass ich vielleicht noch nicht wirklich auf der anderen Seite angekommen bin und mein Liebeschip noch nicht umprogrammiert habe. Das war die Panik beim Daten. Wie blumig ich dir noch geschrieben habe, wie nice geil mein neues Leben ist. Es hat sich tatsächlich sehr verbessert, doch mir sind wieder Fehler unterlaufen und ich habe mal wieder Toxisches akzeptiert und rosa angemalt. Weil ich an dem ganzen Schuld damit einhergeht, offensichtlich immer noch hänge. Dazu habe ich einige Fragen, wie man diese Sucht überwindet oder ob es überhaupt ganz möglich ist. Also ich glaube, man bleibt, wenn man so co-abhängige Tendenzen hat, bleibt man immer ein bisschen anfällig im Leben. Man muss eigentlich immer ein bisschen aufpassen. Aber man kann das schon sehr weit in den Griff kriegen. Aber man sollte nicht lazy werden, ne? Ja. Generell wird mir gerade klar, dass ich seit meiner Kinder dauerhaft in toxischen Beziehungen war. Ich hatte jahrelang eine sehr toxische Freundschaft, von der ich wusste, dass sie es ist. Jedoch immer wieder versucht habe, sie in einer gewissen Umlaufbahn zu lassen. Ich wollte die Freundschaft nicht ganz aufgeben. Diese Person hat es immer wieder geschafft, mich an sich ranzuziehen, mit Opferrolle, Lovebombing etc. Völlig ausgesorgt blieb ich schließlich zurück. Ich löste mich innerlich wieder von ihr und wenn sie wieder hungry war, ging das Spiel von Neuem los. Naja, aber wenn es dann reicht, die Umlaufbahn halt nicht, ne? Dann musst du die ganz abschießen, ne? Ist meine Meinung. Ich war mir mit der Mechanistin bewusst, konnte jedoch meine Grenze nicht halten. Anscheinend waren die anfänglichen Verlockungen zu reizvoll für mich oder mein Ego. Ja, genau. Ich trennte mich, als es ganz schlimm wurde, schließlich doch von dieser Freundin geriet in weitere, die subtiler waren, jedoch ähnlich funktionierten. Ja gut, das kennen ja auch viele im Beziehungsbereich. Also so läuft das Spiel, ne? Man kriegt erst die krassen Fälle, wenn man die bearbeitet hat, kriegt man die subtilen Fälle. Dann kriegt man häufig nochmal, wie man selber war. Und ja, aber irgendwann kommen mal gesundere Menschen im Leben und dann ist die Frage, ob man das überhaupt aushält, diese gesunden Menschen. Ne? Kreislauf ging so weiter. Ich trennte mich eine Zeit lang radikal von solchen Freundschaften und toxischen Beziehungen. Das kann ich, Trennung. Aber es kam immer wieder Nachschub von ähnlichen Leuten. Doch all diese Brüche über Jahre hinweg waren schlimm für mich. Ich habe mich dafür entschieden, keine so harten Brüche in Freundschaften mehr zu ziehen, sondern mich still und heimlich zu entfernen und die Person in meiner äußersten Umlaufbahn zu lassen. Ja, das kann man mit Freundschaften auch gut machen, wenn man da nicht so liebessüchtig ist. Das reaktiviert nicht so mein Trauma, viele krasse Brüche in der Kindheit und belastet mich nicht so sehr. Ja, wenn die dann auch okay sind, deine Freunde mit der weiten Umlaufbahn, dann ist es eine gute Regelung. Wenn sie dann trotzdem immer wieder versuchen zu verwickeln, geht's einfach nicht, ne? Doch gerade zweifle ich an diesem Weg. Bei manchen funktioniert es, bei anderen werde ich nach einigen Monaten wieder reingezogen. Ja gut, das habe ich gerade gesagt, ne? Sodass ich mich wieder missbraucht fühle. Ich bin da noch nicht stark genug, so bewusst zu bleiben und mich nicht manipulieren zu lassen. Und das ist völlig in Ordnung, weil da muss man einfach anerkennen, ich kenne diese Phasen. Okay, ich bin diesem Gelaber hilflos ausgeliefert. Das ist aber, was ist genau, was ich meine? Wenn du liebessüchtig bist in Freundschaften, dann reicht die Umlaufbahn nicht, dann musst du die beenden, ne? Es ist wie eine Sucht, das erste Bier winkt zu und scheint erstmal ganz harmlos. Ja, genau. Nee, aber dann musst du die entfernen. Ganz klar. Also dieses liebessüchtige Gefühl auch in Freundschaften, das ist so der springende Punkt, ob man sie da lassen kann oder nicht, ne? So, ich bin seit nun 1,5 Jahren im Liebeschip-Universum und mache deine Kurse. Ich habe mich von vielen Menschen distanziert, bei Männern durch klare Schnitte, die ich auch halten kann, bei Freunden durch stückweises Entfernen. Dann habe ich in der Liebeschip-Anfangszeit, wo ich gerade so viel hinter mir gelassen habe, online eine Freundin kennengelernt. Jetzt fällt es mir schon auf, in der Anfangszeit und online. Okay. Ich merke immer schnell, wenn jemand etwas Toxisches an sich hat. Bei ihr hatte ich beim zweiten Treffen Missgunst gespürt und schon Sticheleien. Ja. Wie geeignet ist die als Freundin, ne? Ich dachte mir, ach, so kritisch darf ich mit Menschen jetzt nicht sein. Doch, darfst du.
sonst werde ich zur Einsiedlerin. Ja, aber mal ganz ehrlich, das muss man sich, die Frage muss man sich vielleicht mal stellen, also du wirst natürlich nicht zur Einsiedlerin, aber will man lieber in Beziehungen bleiben, die sticheln und toxisch sind, oder ist man lieber Einsiedler? Ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige Entscheidung, weil wir wünschen uns natürlich auch Kontakt, aber es sind natürlich viele Menschen sehr im Ego, ne? Ich meine, muss man wirklich nur einmal aus dem Fenster gucken. Ja, was willst du dazu sagen, ne? Aber das muss jeder mit sich ausmachen, ne? Ja. Weil meine Erfahrungen mich lehrten, dass es kaum andere Menschen gibt. Naja, das hängt auch schon von den eigenen Anziehungspunkten ab, ne? Da unsere Lebensumstände und ein paar Interessen zusammenpassten, trafen wir uns oft. Ich war innerlich an Distanz, weil ich die Zeichen sah. Das funktionierte einige Monate. Naja, muss ich jetzt gar nicht weiter vorlesen. Wurde es natürlich, wie es dann immer so ist, du hast es ja schon gesehen, immer toxischer. Mehr Gaslighting, subtile Erniedrigung und naja, ja, dann ist es nicht die richtige, ne? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich bin extrem enttäuscht, dass ich wieder sowas zugelassen habe. Andererseits danke ich dem Universum, dass es mir eine Freundschaft und nicht wieder eine Partnerschaft zum Üben gegeben hat. Ja, man kriegt es so lange, bis man die Lektion verstanden hat, und da gibt es auch keinen Zeithorizont. Das ist auch nicht schlimm, wenn man da lang, also was sich ja in meiner Community immer wieder gezeigt hat, sind so ein Zeitraum von 2 bis 3 Jahren, sag ich mal, ne? Sagst du vielleicht, aber ich bin auch schon bei 1,5, aber manchmal bringt ein weiteres halbes Jahr an sich arbeiten und dranbleiben, ja, dass viele Sachen gerade in diesem Liebeship-Universum kippen, die plötzlich auch in eine gute Richtung. Das geht nicht so schrittweise unbedingt, ne? Es ist häufig so sehr plötzlich, und plötzlich können andere Menschen da sein. Man weiß manchmal gar nicht, wie nah man schon am Ziel ist, ne? Deswegen ist es wirklich wichtig, so weiterzumachen, ne? Wie soll ich mit dieser Freundin umgehen? Also wir reden hier über irgendwie irgendeinen Thrill, aber es häuften sich Spielchen, subtile Erniedrigung, ehrliches Klären war nicht möglich, Gaslighting bekannt. Ja, was soll ich dazu sagen? Weg damit, ja. Das ist doch gar keine Frage. Ja. Sie denkt, wir wären die engsten Freundinnen und ich will das nicht mehr mit mir machen lassen. Will das aber auch nicht artikulieren, weil ich sie nicht ändern kann und schon weiß, dass dann Schuldumkehren folgen würde. Ja, ist doch dein Leben. Also die macht sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken, wie sie auf dich wirkt, wie du dir Gedanken machst, wie du auf sie wirkst. Ja, sagst du einfach, ja, sorry. Also ich würde schon auf eine Art sagen, die nett ist, sonst kriegst du noch in diesem Gespräch noch wieder einen reingekoffert, also da musst du wirklich sehr vorsichtig sein, glaube ich, wenn du sie zu stark triggerst. Vielleicht schlägt sie dann nochmal so verbal um sich. Ja, ich verstehe das Problem, aber das ist ja dann keine Freundin, ne? Du kannst ja auch sagen, ich brauche mal eine Pause, aber eben, also ich verstehe das Problem. Du wirst wahrscheinlich nicht los durch, dass du dich nicht mehr meldest oder so. Oder so, aber das wäre ja auch nicht wirklich fair. Ja, also sag, was du denkst. Sag, ja, tut mir nicht gut. Ist doch egal, ob sie das versteht oder nicht. Das ist ja nicht dein Business. Sag, das tut mir nicht gut. Sag ganz genau, musst jetzt auch nicht solche Begriffe benutzen wie Gaslighting, Schuldumkehr. Sag ganz genau mit ganz einfachen Worten, was dir nicht passt und warum du diese Freundschaft nicht weiterführen willst. Fertig. Ende Gelände. Und was sie damit macht, ist ihre Sache. Soll ich das stückweise im Sande verlaufen lassen? Nee, das, also erstmal finde ich es auch nicht so ganz fair, wenn sie denkt, ihr werdet so Best Friends. Und das funktioniert bei der, glaube ich, auch nicht. Ist es generell ein lebenslanges Training für Menschen wie mich, nicht auf Lovebombing einzugehen? Ja. Ist ein lebenslanges Thema, was aber leichter wird, aber man darf nicht lazy werden, ne? So. Im Grunde genommen, also eine ganze Lehre geht wirklich alles um Grenzen. Ne? Standards und Dealbreaker ist wirklich eine Frage von immer wieder die richtigen Grenzen zu haben. Auch nicht zu viel. Ne? Zum Beispiel mit bindungssicheren Menschen sollte man vielleicht nicht zu viel Grenzen haben. Aber auch nicht zu wenig. Ne? Und es geht eben nicht um Luft und Liebe bei mir, sondern um klare Grenzen. So, ne? Das, was mir unglaublich leid tut, ist, dass ich tatsächlich wieder die wenigen Freundschaften, die nicht so sind, vernachlässigt habe. Ja, das ist immer die netten Menschen. Dann wünscht man sich so die netten Menschen und dann beachtet man sie nicht. Also es ist echt, da kann man sich nur selber an die Kandare nehmen, ne? Und das musst auch du machen.
In diesen Freundschaften fühle ich mich oft gelangweilt. Es ist ungewohnt für mich und gibt wohl auch dem Ego kein Futter. Es zieht mich nicht dorthin. Ich sollte mich wohl daran üben, das zu dem machen, was ich suche? Fragezeichen. Leute, ich kann euch da... das ist ein Punkt, wo sich ganz viele... Also gerade mache ich ja kaum noch Gespräche, aber wo sich ganz viele Gespräche drum gedreht haben, wo mir Menschen immer das gesagt haben, ja, aber es macht mir keinen Spaß, bindungssichere Menschen mit denen befreundet zu sein, die zu daten. Und ja, dann sage ich auch immer, ja, dann weiß ich nicht, was ich dir sagen soll, dann date die anderen. Dann akzeptiere die Konsequenzen, dass du verarscht wirst und dass du es aber dann spannend findest. Da kann ich nichts anderes zu sagen, weil ich kann diese Problematik kann ich keinem Menschen nehmen. So, ne? Also natürlich kann man, indem man länger dran arbeitet, warum man das langweilig findet, das ist ja auch in meinen Kursen drin, kann man sich natürlich annähern, so auf eine gewisse Weise, aber irgendwo ist es auch eine Entscheidung, ne? Also nicht ganz bei Steffi Stahl, also Liebe und auch Freundschaften sind auch eine Entscheidung. Und wenn du oder irgendjemand anders sagt, ich will aber partout diese toxischen Menschen, mit denen befreundet sein und oder nehmen wir das Wort toxisch mal weg, diese manipulierenden, vielleicht manchmal ein bisschen histrionischen, weil das ja so interessant, also nicht, dass ich denke jetzt, dass deine so sind, du sagst einfach mal so ins Blaue rein, das ist ja so interessant und will ich nicht darauf verzichten, ja, dann akzeptiere die Konsequenzen, fertig, mehr ist dazu nicht zu sagen. Weißt du, ich kann das letztlich, ich kann nur Hinweise geben, aber wie jemand jetzt persönlich glücklich wird, das muss jeder für sich entscheiden. Und wenn jemand sagt, du, ich will unbedingt 500 toxische Beziehungen in meinem Leben haben und ich brauche dieses Drama, ja, dann soll man ein Spiel gucken und soll sagen, ja, das bin ich, ich will Drama, ich will gar keine festen Beziehungen, das ist das, was ich will. Ich sollte mir selber nichts vormachen, dass ich feste, gesunde, stabile Beziehungen will, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach hier nur mitschwimmen im toxischen Brunnen und dann macht es. Fertig, aber es muss nur die Konsequenzen akzeptieren, ne? Mehr ist da nicht bei. Ne? Ich habe diesmal erkannt, wie sehr ich noch Spaß mit dem Thrill der toxischen Beziehung verbinde. Ich kann ja, am letzten Endes kann ich da nicht viel zu sagen. Das ist, wenn jetzt Leute sagen, ja, das Leben ohne Koks ist langweiliger als das Leben mit Koks. Was soll man dazu sagen? Ja, dann klar, aber man kann sich natürlich klar machen, warum das so ist, wenn man seine ganzen Rezeptoren da leer donnert, weil man Dopamin addicted ist, weil man und das ist immer mehr ausballert und immer mehr normales langweilig findet und immer größeres Schritt. Man kann sich das alles klar machen, aber am letzten Endes muss man auch selber dran glauben und sagen, nee, so geht's nicht weiter. Ich will lieber subtilere Freuden haben und gesündere oder gesündere Süchte, was sage ich manchmal auch ganz gerne so, haben, die selbstliebend sind. Wird jetzt einen anderen Drive nehmen, wenn ich da noch drauf eingehe, aber habe ich auch schon ein Video zugemacht. Aber letzten Endes, wenn jemand sagt, fuck it, ist mir alles zu langweilig, nur dann sollte man sich nicht selber belügen und sollte sagen, ich suche sichere Beziehung, ne? Das sollte man eigentlich tun, ne? Immer wenn mich jemand in Unsicherheit lässt, ob ich gemocht werde oder nicht, ist die Spannung da, der Nervenkitzel, das Adrenalin. Also das hast du super rausgearbeitet und an dem Punkt muss ich dich auch lassen, weil das kannst du entscheiden, wie du leben willst. Das kann ich will auch letztlich nicht sagen, das muss jeder für sich, das ist hier ein crazy Abenteuerspielplatz, wir können alles mögliche machen, wir können unter der Brücke schlafen, wir können nicht, dass es immer freiwillig ist, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber wir können ein geiles Business aufziehen, wir können es lassen, wir können eine toxische Beziehung nach der anderen machen, wir können es lassen und ja, der Bewusstseinsweg ist einer, dass wir immer mehr das nicht mehr unbewusst machen, sondern bewusst, aber wenn ich sage, wenn ich bewusst sage, was sicherlich eine schwierige Entscheidung ist, aber bewusst sage, diese netten Freunde sind mir einfach fucking langweilig, habe ich keinen Bock drauf. Mach es. Fertig. Also wir hatten eh mal wieder Trash-TV geguckt, Ex on the Beach, da ist so eine, ist ja auch egal, wer das jetzt ist, aber die kreiert die ganze Zeit
Dreiecke, holt Typen ran, schiebt sie wieder weg. Und man kann das eigentlich nur lustig finden, weil sie es von vornherein sagt, dass sie so ist. Sie sagt, ich bin so, ich mache das so, mir geht es nur darum, weil das ist mein Spaß. Man sieht auch so, wie sie Freude dran hat. Die erzählt niemandem, dass sie irgendwas anderes will. Ja. Darf man sich auch nicht beschweren, wenn man sich da reinverwickeln lässt. Und wenn andere, und auch da, bei der kann man sehen, dass andere sie total spannend finden, dass die Typen durch die Bank sagen, ja, wir finden sie spannend. Ja. Ich habe die Welt nicht gemacht. Also, und entweder man geht da mit seinem Dopaminsystem oder was da vielleicht auch, also gut, in so einer Sendung hat ja auch andere Anfordernisse, da wäre es ja langweilig, wenn alle, ja, wäre auch schon wieder langweilig, ne, wenn alle da nur sichere Dating-Situationen kreieren würden, würde kein Mensch angucken. Eure Entscheidung. Und auch toxische Beziehungssituationen führen ja zu Erkenntnissen, ne, also so ist ja nicht, sie sind Teil des Weges. Und vielleicht kann man auch da in der Rückschau drauf gucken und kann sagen, boah, das war eine abgefahrene Zeit in meinem Leben. Es ist die Frage, was deine Seele will. Will die weiter Drama, Craziness, Lügen, manipuliert werden, nicht wissen, ob man gemocht wird? Will die das? Okay, go for it. Und wenn sie es nicht will, gehst du den anderen Weg. So einfach ist das. Ne? Dann gebe ich mein Bestes und das macht Spaß. Es ist schlimm, das so zu erkennen. Das hat nichts mit Liebe oder echter Begegnung zu tun. Ja, aber mit Spaß und Dopamin. Ja. Bin gespannt, was du dazu sagst und was da der Königsweg ist. Ja, also ich meine, Königsweg, letztlich kann jeder von euch nur wissen, was für euch der Königsweg ist. Es ist leider so, dass dieser Adrenalin-Dopamin-Weg muss aber jeder seine eigene Erfahrung machen, weil der führt halt leider dazu, dass man immer mehr Stimulation braucht und immer mehr ja, und immer schwierigere Situationen kommt so und der Preis dafür immer höher wird. Aber wie gesagt, ich habe das Leben nicht gemacht und keine Ahnung. Ne? Habe ein bisschen Angst, die letzten 1,5 Jahre Liebeschip-Arbeit durch mein Nicht-Konsequent-Sein vergeudet zu haben. Naja, also man kann meiner Ansicht nach in dieser Liebeschip-Arbeit keine Rückschritte machen. Man kann zwar einen Rückfall haben, aber man macht nicht wirklich einen Rückschritt. Also man kann allerdings schon stehen bleiben und den Weg nicht weitergehen. Das machen auch, denke ich, ganz viele. Und auch das ist nichts, was ich jetzt bewerten sollte, müsste. Weil letzten Endes können wir alle nur so und so weit in unserem Leben gehen und keiner von uns wird fertig. Ne? So, aber die Erkenntnisse, die du hattest, die gehen nicht verloren. Aber wenn du jetzt sagst, an dem Punkt ja, reizt mich das Toxische einfach zu sehr, um weiter einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Was soll ich dazu sagen? Ne? It's your choice. Seit der letzten Mail mache ich den Datingkurs, der mir tatsächlich auch sehr hilft. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Welchen Kurs würdest du mir hinsichtlich dieser Mail empfehlen? Ach so, das kommt auch noch. Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich diesen Liebeschip Pro Kurs, ich hoffe, der ist auch online, sonst muss ich nochmal kurz schreiben, den würde ich dir empfehlen. Und ich glaube tatsächlich Spiritualität und Nice Geiles Leben, vielleicht führt dir so eine andere Sichtweise aufs Leben dann nochmal weiter. Weiß gerade nicht, ob du mit den Bindungsangstkursen, ob dir das hier so helfen würde. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Hopefully. Bis bald.